Diese Sendung wird unterstützt von Aquadynamik. Mein Wasserbett für einen erholsamen Schlaf. Wasserbett.ch. In einer WG wohnen oder einen Arbeitsplatz teilen. Das ist nicht jedermanns Sache, aber ein Trend. Und das hat seinen Grund. Grüezi und herzlich willkommen beim Fenster zum Sonntag. Einerseits sind wir dank Social Media so vernetzt wie noch nie. Andererseits leiden gerade seit Corona viele Menschen darunter, dass sie gerne mehr echte Begegnungen hätten. Das ist nicht nur für ältere Menschen ein Problem. Die Zahl der Ein-Personen-Haushalte nimmt zu und zu viel Homeoffice kann definitiv einsam machen. Kein Wunder, entstehen immer mehr Ideen, was man gegen die Einsamkeit tun kann. Zum Beispiel arbeiten in einem Coworking Space. Im Blau 10 in Zürich hat man das Ziel, dass nicht nur geschafft wird, sondern auch eine Community entsteht. Und Fortuna findet als Flüchtling Anschluss in einer Wohngemeinschaft, die ihr hilft, sich in der Schweiz zurechtzufinden und Fuß zu fassen. Dass Studenten gerne in WGs wohnen, ist bekannt. Aber eignet sich die Wohnform auch für eine Familie? Das Krähenbühls findet schon. Sie wohnen zusammen mit anderen in einem umgebauten Gasthof. Der Gasthof Sonne in Rüegsau-Schachen hat eine 100-jährige Geschichte, bis 2013 der Gastbetrieb aufgegeben wurde. Doch in der Gaststube sitzt man auch heute noch beim Essen zusammen. Allerdings sind es jetzt die Bewohner des Hauses, die Wohngemeinschaft Hausi, mit ca. 30 Personen. Sie alle verbindet die Vision vom gemeinschaftlichen Leben. Füreinander da sein, einander unterstützen, gegenseitig das Leben teilen und so auch ermöglichen, auch in Beziehung zu Gott zu wachsen. Ein Ort, wo man gerne herkommt, wo man sich wohlfühlt. Das ist unser Ziel. Ja. Beat Krähenbühl wohnt mit seiner Frau Noemi und seinen beiden Söhnen hier. Es ist das Besondere an der WG, dass Familien und Einzelpersonen zusammenleben. Benjamin Losli bewohnt schon seit 2012 ein Zimmer in der WG, die vorher an einem anderen Ort war. In einem Oberbau heimkommen zum Beispiel, ist für mich ein mega Geschenk, wenn ich da irgendwie Leute habe, wenn ich ein bisschen plaudern kann. Manchmal geht das bis in alle Nacht rein, wenn man noch ein bisschen austauschen kann, zusammen ein Spiel spielen. Ein bisschen erzählen, wie der Tag war und so. Und ja, es ist einfach wie eine mega Gemeinschaft, wo man so ein bisschen füreinander da ist. Also jetzt, zum Beispiel diese Woche habe ich eine Sitzung verhauen, habe mein Auto ausgelernt und nachher habe ich einfach, bin ich ins nächste Zimmer, ich brauche jetzt ein Auto. So spontane Sachen sind für mich Hände wert. Also das finde ich sehr cool. Ich habe nicht alles selber und es ist wie selbstverständlich, dass ich das, was ich habe, nicht den anderen zur Verfügung stelle, aber darf von den anderen das brauchen. Beat Krähenbühl leiht der WG-Nachbarin die Nähmaschine aus. Krähenbühls leben als Familie in einer Zwei-Zimmer-Wohnung. Das Sofa steht im Schlafzimmer. Wenn du es dann wieder hast, ja, wenn nicht gerade. Okay. Also, dann bleibe ich einfach teilen. Ja, das ist gut. Dadurch, dass wir eben eine eigene Wohnung haben innerhalb des Hauses, haben wir die Privatsphäre auch. Also wir können hier die Türen zutun und dann ja, werden wir nicht gross gestört. Das ist schon noch wichtig auch für uns als Familie, irgendwo gleich einen Rückzug auch zu haben. Ich mache einfach zwei. Ich will da noch viel. Ja, guck mal, was ich Beat und Noemi haben sich in der WG kennengelernt und dann geheiratet. Sie haben sich an die eher kleine Privatsphäre gewöhnt. Dafür gibt es viele Gemeinschaftsräume und Platz für alle im Haus. Und das. Gut, jetzt gehen wir mal zusammen. Ist gut. Das ist sicher anders vielleicht für eine Familie, die eine grosse Wohnung hatte und nachher so muss, wohnen muss. Und dann ist es wirklich so, wir haben so viele Gemeinschaftsräume, die wir alle brauchen dürfen. Von dem her, ja, kompensiert es das wie für uns jetzt längstens. Schnell. So wie beim Salat. Ganz schnell. Ja. Das WG-Leben hat für sie als Familie auch einige Vorteile. Unsere Kinder haben auch noch andere Bezugspersonen als nur uns. Manuel hat heute Morgen schon gefragt, wo ist Christa? Das ist irgendwie jemand, der für ihn sehr wichtig ist. Oder am Nachmittag ist er mal eine halbe Stunde einfach mit der Christa unterwegs. Und das empfinde ich auch sehr wertvoll.
Für die Kinder der Hausi-WG ist das Leben schön. Sie spielen zusammen und genießen die vielen Möglichkeiten. Man geht schütteln, man ist unerkeilen. Wenn es schneit, man geht auch wieder Schnee wegschaufeln. Und sonst noch Sachen. Und sonst tun wir eigentlich noch manchmal auf dem Baum spielen. Ja. Man tut manchmal ein bisschen Sachen verstecken. Und manchmal tun wir auch süße Sachen schnauzen. Das Baumhaus war ein Gemeinschaftsprojekt im Frühling. Entschieden wird demokratisch. Das kann dann auch schon mal länger dauern. Viele sind die neuen Ideen immer so ein bisschen, ja, viel kritische Stimmen. Oder jemand hat überlegt, ja, wie ist es denn wegen sicherheitstechnisch und braucht man ein Baugesuch? Oder ja, wie hoch soll es denn und wie gross? Und jemand findet, ja, es sollte ein bisschen einigermassen nach etwas aussehen, wenn es, das Vorderste so als erstes, wenn man das Baumhaus sieht und es sind einfach ein paar Läden, das geht dann schon nicht und so. Und ja, dann tut man es diskutieren und dann das Okay einholen in dem Sinne von WG. Genau. Ich habe sehr gerne die Aufführungsgespräche. Und das finde ich auch sehr wertvoll, einfach einen Punkt, weil mit einzelnen Leuten irgendwie wirklich so über das, was ihn beschäftigt oder was sie beschäftigt, einfach ein bisschen nachzufragen, ein bisschen zu reden. Okay. Aber irgendwann ist es für mich dann auch genug, im Sinne, weil ich einfach eine Gemeinschaft nicht auftanke. Oder nicht von Energie her. Genau, ich merke, ich muss mich dann irgendwie ein bisschen zurückziehen, dass ich dann, mich erholen kann. Obwohl ich es sehr schön finde, merke ich, kostet mir die Gemeinschaft auch Kraft. Okay, ich bin gespannt, wie es geht. So im letzten Jahr, weil ich bei der Grenze meiner Kräfte kam und dachte, ja, ist das alles ein bisschen zu viel hier? Und dann habe ich wie gleich gemerkt, nein, es hat vor allem eben mit meiner Einstellung auch zu tun, wie viel lasse ich mich von anderen, also von ihrer Meinung unter Druck setzen. Obwohl der Druck eigentlich gar nicht da wäre. Für mich ist es im Moment auch sehr ein gutes Lehrfeld, mich dort auch ein bisschen lernen abzugrenzen und dort so ein bisschen das Gleichgewicht herauszufinden zwischen sich können daraus nehmen und sich punktuell auch mit Freude reingeben. Und gleichzeitig merkt man auch, eben, es ist immer so wie ein Wohlwollen im Gegenüber. Irgendwie, auch wenn man mal eine schwierigere Situation durchmacht, habe ich das Gefühl, es ist ja, wirklich viel auch, ja, Liebe und Wohlwollen da. Zum normalen WG-Leben gehört natürlich auch, dass jeder gewisse Ämtli im Haus verrichtet. Einmal in der Woche treffen sich alle zum WG-Abend. Es gibt auch freiwillige Andachts- und Gebetstreffen. Ich habe vielleicht 2-3 Leute im Haus, wo ich auch sehr persönliche Sachen bespreche und gerade mit denen auch wieder den Glauben teile. Wir beten ja für Anliegen füreinander und wir sind ja in verschiedenen Kirchen daheim. Und das ist ja auch sehr spannend. Dort sieht man nicht immer alles gleich, aber irgendwo gibt es gleich auch die Gemeinschaft oder die Verbundenheit durch den Glauben. Ja. Ich glaube, gerade in unserer Kultur ist viel so, dass jeder für sich schaut und sein Gartenhägli. Ich glaube schon, dass es dort wie auch so ein Gegentrend gibt. Oder dass viele Leute auf der Suche sind nach Gemeinschaft und merken eigentlich, eben, was für eine Bereicherung es auch ist, wenn man mit anderen zusammen unterwegs ist im Leben und nicht einfach nur für sich. Wir merken sehr viel Interesse. Also wenn man mit jemandem davon hat, dann fragen sie vor allem, wie läuft denn das, wie organisiert ihr euch, wie klappt das, funktioniert das mit so vielen Leuten? Dort können wir einfach sagen, ja, es funktioniert. Ich höre manchmal aus und spannend, aber auch für mich wäre das jetzt nicht. Und das mag vielleicht auch sein, aber manchmal denke ich auch, sie verstellen sich vielleicht auch etwas Falsches darunter vor. Oder es ist
immer extrem wild und laut und ja, genau. Aber das ist es ja nicht. Hast du nicht gern. Nein, du hast nicht Mittagessen. Manchmal, genau. Viele Selbstständige wie auch Angestellte arbeiten im Moment im Homeoffice. Das kann einem neben allen Vorteilen auch ganz schön einsam machen. Darum gibt es immer mehr sogenannte Coworking Spaces, wo man sich zum gemeinsamen Arbeiten und Austauschen trifft. Der Beitrag ist übrigens vor den neuesten Corona-Massnahmen entstanden. Mitten in der Stadt Zürich in der Blaufahnenstraße 10 hat die reformierte Kirche den Coworking Space Blau 10 eingerichtet. Reto Nergelin ist Diakon und seit der Gründung dabei. Für mich war es das, dass ich als kirchlicher Unternehmer sehr viel unterwegs war, auch kein eigenes Büro hatte, daheim zwar mein Homeoffice, aber da brauchst du manchmal ein bisschen Inspiration und Begegnung und andere Leute. Und bin eigentlich, das hat gerade übereinpasst mit der Eröffnung von dem Coworking und bin dann dahin arbeiten, weil ich da wirklich gemerkt habe, das Soziale mit Leuten, Kaffee trinken, mal ein Gespräch führen, mal auch in eine Gedankenwelt, mal hören, was jemand anderes dazu sagt. Also der soziale Aspekt ist für mich sehr im Zentrum gestanden. Hier geht es nicht darum, einfach einen Platz zum Arbeiten zu finden. Es soll eine Gemeinschaft entstehen, in der man sich gegenseitig inspiriert und hilft. Ich bin seit 2019 im Blau 10 und ich habe mir eben da einen Arbeitsplatz gesucht. Und was mir wichtig war, war, dass ich wirklich eine Community habe, also wie so Ersatzarbeitskollegen, weil ich einen 50%-Job hatte und einen Remote-Job. Und es war mir einfach wichtig, dass ich so Live-Arbeitskollegen habe. Also wenn ich da angefangen habe, ja, wäre ich einfach zuhause gewesen, in der Bibliothek. Und jetzt bin ich in dem Sinn selbstständig. Und manchmal, wenn es mir zuhause einsam wird, oder irgendwie, wenn alles zuhause auf den Kopf geht und es tut gut, mal aus dem Haus zu gehen, dann ist das eine Zufluchtsort. Einen Arbeitsplatz findest du auch in der Bibliothek. Ich habe wirklich irgendetwas gesucht, wo ähnlich denkende Menschen sind. Und das habe ich da definitiv gefunden. Also es hat sich viele Freundschaften ergeben. Und ich bin vielleicht nicht mehr so häufig da, aber die Leute sind jetzt bei mir zuhause. Also die Community hat irgendwie wirklich gedreht. Also erstens ist es ruhiger als bei uns unten, aber ist der Wind. Mittlerweile ist Reto Nergelin im Blau 10 angestellt und arbeitet am Projekt mit. Wer dort einen Arbeitsplatz möchte, stellt sich in einem Gespräch vor. Nein, der ist gerne noch nicht gekommen. Also du hast jetzt mehr Respekt bei der T2, T3, ja, oder? Ich frage immer, wie kann ich am Tag arbeiten? Und das kann man bis zu 3 Tage gratis. Und dann wird man Teil von der Community oder schafft eben einen anderen Ort. Es geht ums Miteinander, es geht um gemeinsam etwas bewirken, gemeinsam etwas verändern, und zwar etwas, wo positiv, also das ist so ein Aushänger von da, Menschen, die die Welt verbessern wollen. Das ist eine der Bedingungen, also die etwas Positives beeinflussen in die Gesellschaft und miteinander das machen. Das Blau 10 befindet sich im Erdgeschoss des Zentrums für Kirchenentwicklung. Warum initiiert ausgerechnet die Kirche so ein Projekt? Es ist natürlich schon die Idee, mit Leuten in Kontakt zu kommen, also ein Teil der Gesellschaft zu sein. Leute ansprechen, die aus anderen Hintergründen kommen, aber trotzdem auch so an der Gesellschaft arbeiten oder die Gesellschaft entwickeln wollen, wie die Kirche auch jetzt in der Kirchenentwicklung. Und die zusammenzubringen und gemeinsam mit denen Ressourcen finden, Synergien nutzen. Und selber natürlich auch als Kirche einen Ort zu probieren, wo anders ist als traditionelle Kirchenformen. Ja. Ich bin selbst aus der Kirche ausgetreten vor 15 Jahren und das war sogar erstmal so, bin ich hier richtig? Und ich bin extrem positiv überrascht. Ich empfinde es so, das könnte wirklich eine neue Art von Kirche sein, weil sich da Menschen treffen mit ähnlichen Werten und alle haben irgendwas im Business, aber halt auch mit Menschlichem zu tun oder Nachhaltigkeit. Hallo Dorothea, grüezi, hallo, willkommen. Hoi. Hast du den Job aufhängen? Auf Besuch kommt Dorothea Gebauer, Kommunikationsberaterin, die gerade ein Buch zum Thema Coworking und Kirche herausbringt. Ein Kaffee. Tatsächlich schade. Also im Zuge der Recherchen über diverse
Coworking Spaces bin ich natürlich auch aufs Blau 10 gestoßen. Und da ist mir aufgefallen, dass für zwei deutsche Coworking Spaces kirchlicher Natur Blau 10 Zürich ein großes Vorbild ist und war. Theoretisch ist es ein Traumjob, praktisch ist es herausfordernd. Natürlich. Und zwar einfach, weil du halt wirklich in einer... Im Buch Coworking – Aufbrechen, Anpacken und anders leben zeigen verschiedene Autoren die Chance des Coworkings für Kirchen und andere Organisationen. Für Kirche hat es eine gewisse Relevanz. Wenn sie Zukunft mitdenken und mitgestalten will im Bereich Arbeit, könnte sie vom Sozialunternehmertum lernen oder von Unternehmern überhaupt lernen. Es könnte aber auch sein, dass Kirche was beitragen kann, wenn es darum geht, Kultur zu schaffen, Menschenbild anders zu leben, über Arbeit anders zu denken. Also eine Autorin sagt zum Beispiel, was jetzt die Coworking Spaces sind, waren früher in Ansätzen Klöster. Und Klöster haben immer auch zur Erneuerung der Gesellschaft beigetragen. In Deutschland haben wir die Situation, das kann ich für die Schweiz jetzt nicht sagen, dass halt viele Kirchengebäude leer stehen. Und auch Pfarrhäuser zunehmend leer werden und einfach keinen Zweck mehr erfüllen. Und da ist der Versuch zu sagen, warum könnte man nicht darüber, dass man Räume öffnet für Selbstständige, für Kreative, für junge Mütter, für Studenten, Kirche neu besetzen und überlegen, kann Kirche nicht auch da sein, wo die Menschen sind? Aber es reicht natürlich nicht, dass man einfach sagt, man macht jetzt stellt eine Kaffeemaschine auf und dann drei Tische und dann klappt das schon. Es hat immer damit zu tun, dass ich Communities bauen will und kann. Das heißt, ich lasse Menschen ran, ich verteile Macht, ich setze nicht auf euch drauf. Aber für Kirche könnte dann die Möglichkeit sein, zu sagen, wir gestalten die Welt der Arbeit mit und wir haben was zu sagen im Bereich, wie kann man Arbeit neu denken. Fortuna ist 13, wo sie ohne ihre Familie von Eritrea in die Schweiz flüchtet. In der Wohngemeinschaft Fischerhaus wird sie gut aufgenommen und begleitet. Trotzdem fühlt sie sich am Anfang einsam und allein. Ich bin halt von zu Hause mit 13 abgehauen und bin dann durch Äthiopien, dann nach Sudan, Libyen, dann durch die Italien und die Schweiz angekommen. Ein ganzes Jahr ist Fortuna unterwegs, bis sie in der Schweiz ankommt. Sie redet nicht viel über die einjährige Reise. Wir hatten die Idee, von Flüchtlingen aufzunehmen, weil wir gemerkt haben, wenn sie von so weit weg kommen, ganz allein, dass sie in erster Linie ein Zuhause brauchen. Joelle und ihr Mann Andreas Leutzinger wohnen seit 10 Jahren in der Wohngemeinschaft Fischerhaus in Riehen. Vor 6 Jahren haben sie ihr Haus für minderjährige Flüchtlinge geöffnet. Fortuna war eine der ersten, die aufgenommen wurde. Hey Joelle, hast du einen guten Tag? Ja, ich bin ein bisschen... Ich hatte wirklich so wie Angst, aber auch ich hatte wie Kulturschock. Also für mich war das alles neu und ich wusste es halt auch nicht so, was passiert jetzt gerade, was passiert so mit mir? Und ich kannte halt auch so wie keinem von hier. Ich habe gedacht so am Anfang so, sie reden alle über mich, weil ich wusste ja nicht, was sie reden. Als Fortuna kam, sie hat wirklich 2 Wörter Deutsch können und sonst wirklich gar nichts. Und was wir ganz am Anfang einfach schon gemacht haben, dass wir auf alles gezeigt haben und einfach den Namen gesagt. Ja, ich war in der Stadt und ich habe ja... Joelle ist Mutter von 3 Kindern und betreut die jugendlichen Flüchtlinge. Die Schule war für mich so nicht nur wie eine Betreuerin da. Sie hat sich auch nicht so wie eine Betreuerin verhalten, sondern wie eher so wie eine Mama. Sie hat mich einfach dort unterstützt, wo ich Unterstützung gebraucht habe. So, was hast du heute? Ich habe sie schon vertraut am Anfang, aber nicht richtig. Und ich bin auch so aufgewachsen, dass man es auch nicht so richtig so offen über alles redet. Und es ist zum Beispiel respektlos, wenn ich jetzt mit ihnen so offen über alles rede bei uns. Und deswegen, ich war nicht so offen und ich habe halt einfach meine Probleme versucht selber zu lösen. Verursachen dort einen chronischen Entzündungsprozess. Jetzt ist es eigentlich ganz anders. Jetzt kann ich auch so mit Joelle so über alles reden. Erstens, ich kann sie vertrauen und ich weiß auch, dass sie das, was sie mit mir spricht, auch nicht weiter erzählt.
Und die Wörter verstehst du schon? Ich bin in einer ganz großen Familie aufgewachsen, mit 7 Geschwistern. Und wir haben das eigentlich als große Zimmer geteilt. Und ich bin halt noch nie, also ich bin halt nicht gewohnt, einfach allein in ein Zimmer zu schlafen. Und dann kam ich im Fisch raus und habe ich ein ganz großes Zimmer. Das hat mir eigentlich mega viel Angst gemacht. Also eigentlich bin ich so bis um 1 wach geblieben. Ich hatte wirklich auch von Dunkelheit Angst. Und Schule oder auch andere Betreuer, sie sind einfach so, so lange geblieben, bis ich eingeschlafen bin. Was für mich ganz anders oder auch neu war, ist das Essen. Ich bin ja so aufgewachsen, dass man so mehr scharf isst. Und hier war es nicht so richtig auch salzig. Und für mich war es so, okay, was ist das für ein Essen? Ich habe vergessen, die Schule nicht reinzumachen. Jetzt habe ich einfach nochmal. Also das Gemeinschaft ist zum Beispiel das Zusammenkochen oder auch das Zusammenessen oder auch das Zusammenabwaschen. Man wascht ja nicht nur Geschirr ab, sondern man diskutiert oder auch man macht Witze und so weiter. Und das macht ja irgendwie schon das Gemeinschaft so mehr, dass man auch sich gegenseitig so vertraut und auch den anderen Person kennenlernt. Es war wirklich auch gut für mich. Dadurch konnte ich mich auch so, also mich öffnen und auch mit ihnen ich sein. Aber das meiste, was mir geholfen hat, dass die im Fischhaus gewohnt haben, waren es sehr offen und mich auch einfach so aufgenommen haben, mich so wie ich bin. Sie haben mich nicht wie bemitleidet oder auch so wie eine Flüchtlinge behandelt, sondern wie ein Mensch, also wie eine Fortuna. Sie haben mich einfach so aufgenommen. Einige sind für mich wie meine große Geschwister. Immer wieder gab es auch Momente, wo die verschiedenen Kulturen aneinander geraten sind. Zum Beispiel auch die Männer von diesen Ländern, die waschen nie ab, zum Beispiel. Das ist für die völlig schräg, oder? Und dann die Frauen, die kichern hinten dran, jetzt müssen sie abwaschen. Und so Sachen, die wir hier erlebt haben, mit diesen Kulturen, und wie sie sich dann entwickelt haben, wie sie sich dort hineingegeben haben, das ist wunderschön gewesen. Und wir haben einfach ihnen den Ort gegeben, wo sie sein können. Und da haben sie ihren Platz gehabt und können ihren Weg gehen. So. Und der war immer ganz unterschiedlich gewesen. Das Fischerhaus gehört zusammen mit anderen Wohngemeinschaften zum Verein Offene Tür. Regelmäßig werden sie von der Schweizer Tafel mit Restprodukten von großen Filialen beliefert. Auch nach Jahren ist Familie Leutzinger von der gemeinschaftlichen Lebensform überzeugt. Der Grund, warum wir auch so gemeinschaftlich leben, ist auch, weil wir auch vom Glauben inspiriert sind, von Jesus, so das Christsein im Alltag. Und das ist auch etwas, was uns immer sehr wichtig war, dass wir nicht einfach am Sonntagmorgen wie zusammenkommen und dann kann jeder so eine Maske anlegen und sagen, mir geht's gut, ist alles in Ordnung. Was jetzt? Dass wir einfach als Ehepaar auch sagen können, dass wir wirklich sind verändert worden. Dass wir bei Konflikten, wo es viel gibt mit 17 Leuten, wenn wir so eng zusammen wohnen, dass wir immer wieder auch auf uns zurückschauen und sagen, hey, was habe ich nicht gut gemacht? Was ist das, was ich das nächste Mal anders machen könnte? Und so glaube ich, dass man auch verändert wird. Auch so eine kleine Charakterschule. Ich glaube es einfach, dass sie wirklich an Gott glauben, wirklich so, dass sie wirklich eine ganz gute Beziehung haben und dass sie es auch wie auch anderen unterstützen, zum Beispiel indem sie jetzt zum Beispiel Liebe zeigen, indem sie es nicht es einem predigen, damit der Mensch auch daran glaubt, sondern sie zeigen es, indem sie es auch leben. Zum Beispiel im Fischerhaus ist es so. Dadurch lernt man es auch einfach ihren Glauben kennen. Zum Beispiel habe ich so wie gelernt, Beziehung zu Gott aufzubauen. Also Gott ist so meine Hoffnung, also irgendwie alles, was ich eigentlich habe. Zum Beispiel durch meine Flucht oder auch hier, wenn ich so Probleme habe und so weiter. Dann habe ich schon ein bisschen so gezweifelt und so weiter. Dann hat zum Beispiel Joel oder auch andere Leute vom Fischerhaus, sie haben wie für mich gebetet. Und es hat mir auch so, also ja, es hat mir sehr viel geholfen. Es hat mir so stark gegeben, so innere Stärke. Die Zuversicht und die Hoffnung und all das, was ich hatte, hätte ich niemals aus mir selber herausbröseln. Weil oft war es wirklich anstrengend und oft hat es mich alles gekostet. Wo so viel Schwieriges auch ist aufgekommen von ihrer Vergangenheit
oder eben das Miteinander, wie die Konflikte sind gekommen, auch nur kulturell. Aber ich habe wie immer wieder die Kraft bekommen. Und die Kraft habe ich auch habe ich aus dem Glauben genommen. Dass Jesus mir immer wieder den Glauben hat gegeben und die Hoffnung und die Zuversicht, um weitermachen und nicht aufzugeben. Das Fischerhaus wird nicht in dieser Form bestehen bleiben. Bald wird es in ein Mehrgenerationenhaus umgebaut. Deshalb wird alles geräumt und vorbereitet. Fortuna kann in der Schweiz bleiben. Sie ist heute 20 und konnte vor 2 Jahren eine Ausbildung als Fachfrau Gesundheit beginnen. Also ich tue sie im Moment ganz viel bei den Hausaufgaben unterstützen. Manchmal vor der Prüfung oder so ist das fast jeden Abend 2 Stunden. Sonst einfach so auch emotional, denke ich, weil die Lehre bringt unglaublich viele Herausforderungen mit sich. Also es ist so, es ist unglaublich. Sie ist als kleines Mädchen, das Angst hatte, das verschupft war, natürlich von all dem, was sie erlebt hat, ist sie hierher gekommen und jetzt ist sie zu einer reifen Persönlichkeit hergewachsen, zu einer Frau. Es ist ein Riesenschritt, den sie hier gemacht hat, der auch viel gekostet hat. Von Anfang an hat sie sehr viel gekostet. Ich darf ja so leben, wie ich es gerne hätte. Ich darf eine Ausbildung machen. Ich darf einfach das werden, was ich es immer werden wollte. Und das bedeutet für mich eigentlich sehr viel. Ja. Gemeinschaft geniessen und in einer gemütlichen Runde wieder mal ein Brettspiel machen. Wenn das etwas ist, das Ihnen entspricht, dann machen Sie mit bei unserem Wettbewerb. Wir verlosen heute 3-mal das Spiel «Schweizer Reise». Alles, was Sie dafür wissen müssen, in welcher Stadt befindet sich der vorgestellte Coworking Space? Schreiben Sie uns die Antwort bis am nächsten Donnerstag. Und das ist unsere Programmzeitschrift «Das Schaufenster». Sie erscheint 4-mal im Jahr mit spannenden Berichten und allen Infos rund um die neuesten Sendungen. Wenn Sie sie noch nie haben, dann bestellen Sie sie auf sonntag.ch. Das war es für heute. Geniessen Sie den Advent und dann hoffentlich bis bald. Auf Wiedersehen. Diese Sendung wurde unterstützt von Aquadynamik. Mein Wasserbett für einen erholsamen Schlaf. Wasserbett.ch